Gut, jetzt kommt der Pokémon-Wettbewerb. Rennen wir mal schnell nach Wiesenflur. Gut. Ach, gehen wir gleich ins Gebäude hier rein. Ich liebe es, Pokémon-Riegel herzustellen. Okay, jetzt brauchen wir erst eine Poké-Riegel-Box. Ich weiß auch schon, wo wir die kriegen. Die findet man in Sega Sub City, wenn ich mich nicht irre. In der Smaragd-Edition sind hier, wo die Wettbewerbsdinger sind, Kampfareale. Außer hier natürlich, weil das ist der Hauptsitz des Pokémon-Wettbewerbs-Dings da. Jetzt brauchen wir noch eine Riegelbox. Ah, okay, wir brauchen erst eine Wettbewerbskarte. Okay, wieder zurück nach Wiesenflur. Wir werden hier herumgeschickt. Ich weiß jetzt auch, warum der Treu so schwul ist. Mit so einem schwulen Pokémon rumläuft. Schaut euch mal die Stadt an. Ja. Was bringt die Wettbewerbskarte, wenn jeder Arsch eine Wettbewerbskarte kriegt, der einfach so vorbeiläuft? Ups. Nee, wir müssen uns erst Riegel machen. Ja, Quatsch, wo fliege ich denn jetzt hin? Ich war kurz abgelenkt, weil ich habe geschaut, was wir dann als nächstes machen. Als nächstes steht bei mir auf dem Platz Trendsetter. Ach ja, genau. Hast du eine Riegelbox für mich? Für einen Unschuldigen? Nein, hast nicht. Hast du eine Riegelbox? Nein, hast nicht. Hast du eine Riegelbox? Nein, hat er nicht. Wo kriegt man die Riegelbox? Moment. Nachdenken, nachdenken. Wo kriegt man die Riegelbox? Wie vielleicht? Graffit City, die Stadt des Hafens. Und ohne Arena. Hier sind viele Menschen. Dann könnt ihr die Information lesen. Einige von uns gibt auch Anziehung, glaube ich. Ah, jetzt da kriegt man die Eagle Box, okay. Okay. Jetzt holen wir. Oh, warte. Nehmen wir mal dort lang. Und wieder in das Gebäude rein. So, und jetzt mal erstmal Beeren mixen. Ja. Ja, weiß ich.
Das werdet ihr schon sehen, wie ich das mache. Hoffentlich geht das in dem. Mit der Ronne zu schnell. Ihr schmeißt seine Beere rein. Und dann kommt da so eine Kugel, die dreht sich immer und immer, wenn sie Pfeil über Pfeil kreuzt, dann muss man klicken. Ich zeig's euch. Okay, so macht man das. Okay, die Tussi wurde Erster, dann wurde ich Zweiter, dazu wurde Kumpel und Vater Opi. Pokeriegel Rosa wurde gemixt. Und jetzt gehen wir mal auf Prüfen. Ja, süß ist, also jedes hat seine eigenen Fähigkeiten und die Riegel, wo man mixt, das erhöht, also scharf erhöht die Coolness, Trockenheit erhöht, glaube ich, die Niedlichkeit oder so. Ne, süß, ich weiß auch nicht. Moment, ich schau mal kurz im Poké-Navigator. Da steht es drin. Ne, Quatsch, nicht auf Trainer. Zustand. Ja, genau, also Rot erhöht Coolness, Blau ist Schönheit, Lila ist Anmut, Grün ist Klugheit und Stärke ist Rot. Jetzt müssen wir ein Pokémon finden, das wir gut im Wettbewerb einsetzen können. Es viele Typen von diesen Pokémon-Element hat, also mal schauen. Oh, Butolande ist cool. Vielleicht könnte man Butolande auf cool pimpen. Surfer, Hydropumpe, Gigasauger und Eisstrahl. Ah, Meryl, genau. Meryl, wir pimpen Meryl auf Armut. Ey, Anmut meine ich, Armut. Das habe ich früher auch gemacht mit meinem Azurill. Ich frage mich, warum ich hier jetzt kein Ding bekomme, kein Azurill, sondern ein behindertes Meryl. Erstmal brauchen wir mehr Pokeriegel Rosa. Ey, Quatsch. Moment. Prüfen. Ich glaube, Bitter erhöht die Niedlichkeit. Den 3, 2, 1, Start! Yeah! Wow, erster, cool. Ach, Pokeriegel Grün kommt daraus, okay. Aber erhöht es auch die. Moment. Tun wir das mal an erster Stelle, die Riegelbox. Ah ja, Rosa erhöht die. Nee, süße. Süß, okay. Okay, und das gibt mir jetzt. Meryl. Das Wesen hat damit auch noch was zu tun. Welches Wesen aber zu welchem Ding gehört, das weiß ich nicht. Was zum? Alter. Und jetzt erhöhen sich die Werte. Anmut wurde erhöht. Welchen haben wir denn für den Ding genommen? Welche Beere? Ich glaube, das war die Pyrsif-Beere. Oder war das die Fragina-Beere? Die Pyrsif hat man gerade, deswegen nehme ich die Fragina zum Schauen. Drei, zwei, eins, Start! Go, wollte ich schon sagen, aber jetzt kann man, ja. Zack, zack und 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 zack, 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 zack. Alle, auf dem Emulator ist es schwer. Auf dem Gameboy ist es viel easy. Okay. Ach, dritter wurde ich von vier. Okay, das ist grün.
Nimm ich mal doch Persif, vielleicht ist es ja doch die Persifbeere. Drei, zwei, eins, Start! Yeah! Bei der Smaragd, da kommt auch ab und zu so ein Bärenmixer-Profi, der hat da bei jedem, also bei immer wenn es vorbeikommt, so solche die besten halte. Wenn ihr wisst, was ich meine. Okay, machen wir noch ein paar draus. Drei, zwei, eins, Start! Yeah. Okay. Und noch mal eine. Machen wir noch drei Stück und dann reicht es fürs erste. Ach Mensch. So, jetzt noch zwei. Zack, 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 zack. Ja, yeah, gib mir alle euer Stoff, alles in die rein. Und jetzt tun wir das Ganze vermischen. Alter, das ist ja viel zu schnell! Und noch eine. Zack, zack. Zack, zack. Und zack. Und drei, zwei, eins. Start! Langsam komme ich in Form. Jetzt bin ich erst schon wieder. Okay. Das reicht erstmal. Jetzt haben wir die Riegelbox. Oh ja. Okay, bis zum nächsten Part. Okay, jetzt bin ich wieder. Zack und, nichts. Nichts Zoompix. Meryl. Warum springt es immer nach hinten? Komm wieder her! Es gibt Essen! Essen, komm her! Je nach Würze erhöht sich das Anmut. Wie viel können wir denen noch geben? 1, 2, 3, 4. Oh, wir können ja noch eine Menge geben. Ich glaube, ich mixe mir noch ein paar. Wer das nicht sehen will, kann es überspringen. Ich mache dann wieder so eine Verlinkung da, ne? Ich mache mir jetzt noch 5 und ja, dann geht's ab in den Wettbewerb.
Ah, nein, wir brauchen ja noch Anziehung. Das ist auch noch eine Anmutsattacke. Aber ob wir die schon haben? Okay, jetzt noch vier. Bam. Jetzt komm mal wieder so ein. Langweilig, Alter, das war ja gar nichts. So, jetzt sind es noch drei. Drei Piercif-Bären, 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 Bären. 3, 2, 1, Start. Komm schon, oh, Alter. Das war ja gar nichts. Der Vorteil im Emulator, der Akku wird nicht leer, wie im Gegensatz zum Gameboy. 3, 2, 1, Start. Oh, und diesmal war ich gut. 11 Stück. Boah, das war super. 11 Stück, 11 Kreise und 0 Xe. Eine noch, glaube ich. Okay. Und es ist wieder Fresszeit. Essen, hey, komm her, essen. Essen, na los, essen! Ja, langsam haben wir das Maximum erreicht. Es geht noch. Das geht noch. Oder? Ja, das müsste schon reichen. Okay, jetzt brauchen wir Anziehung. Haben wir schon Anziehung? Ich schau mal nach. Wenn nicht, holen wir uns die. Anziehung. Nee, haben wir nicht. Ich bin der Intelligenz, ich trage die ganzen Blumen nieder.
Bam, bam, bam. Irgendwie müsste der als Matsch sein. Bam, ich scheiß jetzt drauf. Okay, nein, Quatsch, das ist ja dumm. Das ist ja gut für die Blumen. Oh, scheiße, jetzt habe ich Scheiße an den Füßen. Hey, du da! Was? Nicht mit Scheiße-Füßen reingehen? Och, Menno, gehen wir wieder raus. Jetzt müssen wir sie noch abputzen irgendwo. An dem Arsch von den Typen. Was brauchst du so? Nichts. Scheiße abputzen. Ich hab mir einen ganz braunen Arsch. Okay. Okay, ja. Anmut. Na Quatsch, wir brauchen ja Anziehung, genau. Stimmt, hab ich fast vergessen. Ach, scheiß auf Anziehung. Anziehung ist nicht alles. Doch ist es. Nein, ist es nicht. Wir werden es schon schaffen. Ich will es nämlich bis zur Hyperklasse durchziehen. Klick und klack. Bitte folge mir und viel Glück. Oh, ich habe das ewig nicht mehr gemacht. Also, wir fangen mit einem Normalklasse-Pokémon-Anmut-Wettbewerb an. Die folgenden Trainer und ihre Pokémon nehmen teil. Blutbad von Rudolf. Blutbad. Blutbad. Blumpy von Alec. Schluppi von Melanie. Und jetzt schaut's gut hin. Meryl von Kevin. Yeah, das wären die Riegel. Nun haben wir alle vier teilnehmenden Pokémon gesehen. Zeit für die erste Bewertung. Das Publikum entscheidet, welches Pokémon am besten gefällt. Ohne weitere Verzögerung kommen wir zu der Bewertung. Bewertung läuft. Bewertung läuft. Bzz, bzz. Bewertung ist abgeschlossen in 2 Sekunden, ist klar. Okay, welche Attacke setzen wir ein? Kann Irritation nicht anders, also. Ja, ich glaube, Einigler wäre nicht schlecht. Es kommt ein wenig zur Ruhe. Der Chiro betrachtet Meryl interessiert. Die Armut von Meryl war sehr gut. Yeah. Naja, er will die Hinteren verschrecken. Schluppi, ja komm, nervös, jawohl. Blutbad setzt aus. Schluppi macht wahrscheinlich eine Angriffsattacke. Ah, okay, er will mehr. Er will sich verbessern. Okay, den meisten Eindruck haben wir immer noch. Blutbad muss aussetzen. Jetzt sind wir nur noch Zweiter. Plumpy setzt wahrscheinlich. Oh, Walzer, cool. Wenn er eine Armutattacke einsetzt, dann könnten wir mit Aquaknarre volle Punktzahl erreichen. Ach, scheiße. Konter ist keine Armutattacke. Nein! Yay! Der Fette im Publikum, der hat einen Gameboy in der Hand. Also der Fette von links, der hat einen Gameboy in der Hand. Dunkelnebel. Ups, ups. Ah, okay. Jetzt hat er sein Ding verloren. Sein Star. Ach Mensch, die Armut ist auf. Armut ist auf Ding. Ach, scheiß drauf, dann kriegt halt einer die 5 Punkte Armut plus. Das ist mir jetzt egal.
Ja, ich wette, es kommt eine Anmutattacke. Nein, es ist eine Klugheit-Attacke. Oder? Ah, doch nicht. Jetzt geht Blumpy auf Schluppi los. Jawohl, tut er. Er geht auf mich und Schlumpf los. Wir haben uns geschützt, deswegen hat's nichts gebracht. Aber ja. Kein Blutsauger. Okay, es wird die Position verwirrt. Aus allen Folge gebracht. Jetzt wird Schluppi wegen der Begeisterung. Ah, wir führen immer noch. Das ist ja geil. Ne, Quatsch, das ist ja das Ding. Das ist ja das Ding. Setz mal Walzer als Kombi-Attacke ein. Zack. Den. Yay. Yeah. Oh nein, es gehen alle auf mich los. Blumpy mit Stärke wahrscheinlich. Ah, doch nicht. Er schützt sich. Die schauen jetzt alle auf meinen Meryl. Jetzt, er geht auf Blutbad los. Bitte, 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 bitte. Yay. Ui, Meryl ist aber cool. Okay, und zum Schluss schützen wir uns noch einmal mit Einigler. Jetzt gehe ich mal auf Nummer sicher. Er will mich, oder will er's? Nee, will er nicht. Zugabe! 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 Der geht ja nur auf Blutbad los. Das funktioniert! Alter, das ist lustig. Gut. Soweit zur Ausdruckskraft. Die Bewertung ist auch hier beendet. Herzlichen Dank an die Teilnehmer für ihre wunderbare Vorführung. Damit ist die Bewertung abgeschlossen. Vielen Dank für alles. Kommen wir nun dem, was unserem Puls höher schlingen lässt. Die Bekanntgabe der Gewinner. Der Juror scheint für die Bekanntgabe bereit zu sein. Ich werde nun den Sieger bekannt geben. Okay. Ergebnis 1 im ersten Durchlauf. Wir sind in davon gerannt. Ergebnis im zweiten Durchlauf. Zack. 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 Gewonnen. Vierter, dritter, zweiter, erster. Sieger ist Meryl von Kevin. Yeah, wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Juhu! Teilnehmer Nummer 4, Kevin und Meryl. Herzlichen Glückwunsch! Bitteschön, hier ist dein Preis. Wir berechnen hier dieses Band als Zeichen deines Sieges. Und jetzt kommen wir in die Superklasse. Was da aber ist, das seid ihr im nächsten Teil von Let's Play Pokémon so viel. Bis dann. Servus. Und weiter geht's. Ja, jetzt machen wir die Superklasse. Super, super. Superman. Wie kommen wir jetzt auf Superman? Keine Ahnung. Okay, fliegen wir nach Laubwechselfeld. Maus weg, okay. Und zoom. Superklasse ist ein bisschen schwerer als die als die Normalklasse. Oh, scheiße, ist schon richtiges Haus. Moment, ich muss meine Tastatur recht zurecht tun, die ist wieder. Okay, ich mach mal lauter. Und los geht's. Meryl.
Okay. Ich will jetzt endlich die Saphir durchhaben. Und zwar komplett mit dem Special, deswegen hänge ich mir jetzt so ran. Und zu den Gegnern, wir haben einen... Oh. Schmerbe ist heftig. Geradax. Was haben wir noch? Ein Loturzel. Loturzel kann schwer werden, also... Loturzel kann Regentanz mit Hydrobombe kombinieren und Barsch war Erdbeben mit Intensität. Moment. Ich muss mal kurz was machen. Okay, bin ich wieder. Ich muss mal kurz meinen Pulli ausziehen, weil... Wenn ein Headset drumherum ist, ist einfach nur schwerfällig. Ja. Sag mal dem Major, was wir drauf haben, Meryl. Okay, klassischer Anfang, wieder ein Igler. Jetzt kommt ein wenig zur Ruhe. Der Juror betrachtet Meryl interessiert. Yay! Okay, jetzt kommt Schmerbe dran. Ah, kombiniert Lebenshule mit Erdbeben. So macht er das. Der Juror betrachtet Schmerbe interessiert. Yay! Bezirze. Die Attacke kenne ich gar nicht so richtig. Sind, glaube ich, den Spezialangriff. WTF! Och Mensch! Was geht? Die cheaten ja alle! Nein, das ist mein letzter. Hoffentlich versteckt uns jetzt keiner. Okay, dann ist erstmal Rutenschlag ein. Ja, jetzt kommt sie Combo Regentanz. Regentanz, WTF. Die cheaten doch alle diese. Eigentlich hätte er jetzt mit Anmut noch Publikumsbegeisterung bekommen. Naja. Die cheaten doch alle. Scheiß Cheater, 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 Cheater. Scheiß Cheater. Jetzt komm, Schmerbe, sammle bloß nicht die Punkte ab. Ich sag's dir. Ist Nass machen eine Anmut-Attacke? Ich glaub schon. Ja, Kombi auch noch, okay. Ja, das ist doch wohl Cheating pur. So, fickt euch. Jetzt noch das da. Alter Schwede. Seht ihr, wie weit Schmerbe jetzt vorgerückt ist? Krass. Okay, jetzt machen wir wieder unsere Kombi. Einigler und Walzer. Reihenfolge durcheinander. Was, Kombi? Alter. Er kombiniert Regentanz mit Alpha-Aquarelle. Klick. Mann, sind wir schlecht, wir kacken so ab. Eieiei, Bezirze, ich versuche das dreimal. Wenn es beim dritten Mal nicht schafft, lasse ich das gut sein. Macht dann weiter mit gratis Superbeere.
Ach nee, zweiter, fick dich doch. Wenn Schmerbe keine Armutattacke einsetzt, können wir das absahnen. Ach, scheiß drauf, Walzer. Wenn, dann werde ich mich ärgern. Ach, Sesante wieder die Kombi ab. Scheiß Cheater, Cheater. Scheiß Cheater, Cheater. Scheiß Cheater, Schnäpse ist so ein Cheater. Er hat gerade schon wieder eine Kombi abgeräumt, so ein Arschloch. So ein blödes Arschgesicht. Ups. Egal. Was kommt jetzt? Nein! Halt, der Faker! Was zum... Soll das ein Scherz sein? Will der mich verarschen? Ich mach da auf Kombi und der macht's einfach nach. Und der gibt jetzt auch alles. Ja, ist klar. Ist klar. Ist ja sowas von klar. Ich bin so am Abkacken. Okay, jetzt kommt Routenschlag. Routenschlag kommt jetzt. Der Juro betrachtet Schmerbse interessiert. Ja, ja, ist sowas von klar. Was kommt jetzt? Er schützt dich. Als ob ihn niemand angreifen würde. Bis jetzt habe ich noch keine Verschreckattacke gesehen. Regentanz, was macht er denn da? Was? Achso. Er war recht gut, aber nur recht gut. Und jetzt gehen wir nach vorne. Bling. Naja, okay, alle anderen haben das Ziel erreicht, wir nicht. Aber hier gecheatet haben alle. Ich unterbreche mal kurz. Okay, bin ich wieder. Herzlichen Dank an alle Teilnehmer für ihre wunderbare Vorführung. Jetzt, wir haben eine Menge am Anfang bekommen, aber ob das ausreicht... ich glaube, er ist Schmerwert geworden. Jetzt sehen wir es ja. Nein! Ach, wir haben versagt. Zweiter wurden wir. Okay, jetzt besprich den Scheiß mal. Und weiter geht's. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, Knackleon, Zig, Geradax von vorhin und Lutuzu, okay. Ah, ist das schön. Okay, Versuch Nummer 2. Walzer. Auch auf die Gefahr, verschreckt zu werden, setze ich Walzer ein. Bezirze. Nein, du Faker! Alles hat man vorhin schon. Was kommt jetzt, Regentanz? Heule. Interessant. Gibt aber keinen Applaus. Ach nö, Verschrecker. Nein! Nein! Nein, Alter! Egal, wir haben immer noch eins mehr. Ne, Quatsch. Wir haben immer noch gleich viel wie Knacki. Was für ein scheiß Name. Knacki, was ist Knacki für ein beschissener Name?
Setzen wir mal Aquaknarre rein. Ui, Finte, es will uns verschrecken, oder was? Ach nö! Fick dich. F-I-C-K dich. Ich frag mich immer noch, warum wir einen Meryl aus dem Ei bekommen haben. Weil eigentlich würden wir einen Azure kriegen. Nein! Du Wichser! Scheiße! Du Wichser! Du Wichser, Wichser, fick dich ins Knie! Ah ja, ist klar, ne? Wiederholer! Zieh mir dir gleich zwei Herzen ab! Scheiße, scheiße, Knacki, cheated! Ich versuche es letzte zu werden und dann setze ich Hudenschlag ein. Was wäre es vor uns? Hinter uns Urlotso. Urlotso ist hinter uns. Deswegen kommt jetzt ein Einigler. Ui, ich hoffe mich meine Schütze sich schützen. Protect it. Verschreck it. You failed. Shit. Wip, wip, wip. Ding, ding. So, jetzt noch ein Stern, ein Herzchen davor. Ein Herzchen noch, na los. Yay. Jetzt ist die Spannung auf 3. Bei 5 kriegt man Bonuspunkte. Scheiße, fick dich ins Knie. Scheiß Luthurzel. Scheiß Cheetah. Was? Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Okay, jetzt mal letzte. Jetzt können wir. Jetzt können wir Kombis mit Walze machen, aber nein, ich zieh das jetzt durch. Roten Schlag, so, das ist. Wo ist die Null-Taste? Hier ist die Null. Es ist. Jetzt. Ist klar, jetzt kriegt der Bohnen. Jetzt kriegst du volle Punkte, nehme ich an. Seht her, wie Lothurze davon rascht. Oh, Stärke, okay. Er will Lothurze verschrecken. Springt auf. 5 Punkte minus. Danke. Danke, Knackleon. Gut gemacht. Wehe, dieses Gerardoxan jetzt die Punkte ab. Cheater, 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 Cheater. Er ist ein Cheater. Hey, alle hören, er ist ein Cheater. Hier cheaten alle. Außer ich. Und deswegen verliere ich. Kling. Kling, kling, kling. Okay, er regt eine Menge Aufmerksamkeit. Okay, letzter Ausdruck. Was das machen wir jetzt? Aquaknarre. Och, wenn Knackleon ins Sandwirbel einsetzt, ist es mir scheißegal. Okay, Gerardax schützt sich, indem er schläft. Wir machen folgendes, wir erhöhen unsere Herzen, die brauchen wir jetzt. Ach, jetzt kann Lothurzel vielleicht noch die Bonuspunkte kriegen. Okay, Knacki setzt Finte ein. Ist die Anmut? Nein, okay. Okay, niemand kriegt die Punkte mehr. Niemand kriegt mehr und er bringt die Reihenfolge. Er bringt was Kombi, okay. Ach, wir waren diesmal besser. Ich glaube, das müssen wir geschafft haben. Soweit zur Ausdruckskraft. Okay. Finally. Wir raschen davon. Aber jetzt kommen die Cheater-Angriffe. Und? Yeah, wir haben gewonnen. Ah, wir haben
gewonnenen Hyperklasse bekommen. Yay! Okay, jetzt kriegt man ein weiteres Band, bla bla bla. Okay, bis zum nächsten Part, da geht's mit der Hyperklasse. Ciao. Jetzt geht's weiter mit der Hyperklasse. Das Pokémon mit der Herbes. Wo ist denn die Hyperklasse nochmal? Ich glaube, die war hier. In Graphitport City. Fly wohin? Wir fly hin. Witzig. Und wir laufen. Ach ja, genau, das ist das Gebäude. Das ist das Gebäude. Ich tanze jetzt mal ein Beat. Yeah. Okay, genug. Umgealbert. Es wird ernst. Nicht wahr, Meryl? Level 5. Und ihr merkt schon, es werden immer mehr Zuschauer. Oh, Weimar, okay. Ist ein Weimar, könnte interessant werden. Lombrero. Wir können vielleicht so die Kombis machen wie das Wurzel von eben. Ninjask kann verschrecken, glaube ich einmal. Und ja, wir noch zusätzlich. Und jetzt bla 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 bla. Okay. Okay, wir sind letzter, deswegen setzen wir jetzt Routenschlag ein. Okay, er schützt sich. Erholung. Kann man machen. Kann man machen. Soll ich vorspulen oder soll ich nicht vorspulen? Ja, lass mal. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Oh, das macht mich ganz nervös. Du Scheiß Ninjas. Ich sag doch, der geht auf uns los. Und der will uns auch noch verschrecken. Das bringt ihm mal nichts. Das bringt ihm nichts. Mario ist schon entnervt. Ihr zwei Spastis vor uns. Ich werde euch sowas von fertig machen. Ich bringe Mary Hyperstrahl bei. Dann könnt ihr was erleben. Genau. Durch Cheaten, ne? Ich kann nämlich auch cheaten. Oh ja. Das ist eine ROM, da kann man cheaten. Also. Also nochmal. Zweiter Anlauf. Okay. Scheiß Wichser, ich wickle deine Mutter in den Arsch. Ja, genau. Askinia, ich wickle deine Mutter. So, ja. Okay, in dem Pokémon-Wettbewerb bringt Platsche immerhin was. Das will ich nicht mehr sehen. Okay, noch ein Routenschlag, dritter Versuch. He protecting himself. Und das ist ja sowas von cheaten, ey. Ich hab's euch gesagt, wenn ich dreimal nicht schaffe, lasst ihr das gut sein. Dann habt ihr nämlich schon alles gesehen. Quasi. Und merkt, wie schwer das ist. Wehe. Ich warne dich, du. Ich ficke deine Mutter so hart, wenn du das machst. So hart, ich warne dich. Okay, gute Attacke. Er schaut zu Boden. Endlich können wir mal eine Attacke einsetzen, ne? Nach drei Versuchen, nach zwei Fehlversuchen. Mei, Meryl. So, jetzt bringen wir Meryl nach vorne. Jetzt bringen wir Meryl mal nach vorne. Jetzt weiter, sehr schön. Jetzt schützen wir uns. Weil ich befürchte, dass die jetzt auf uns losgehen. Komm schon, yes, jetzt kriegen wir voll. Yay. Jetzt kriegen wir Publikumsapplaus. Das ist doch geil.
Es gab nämlich nicht zur Ruhe. Und wir sind geschützt zusätzlich noch. Also, jetzt holen wir langsam auf. Jetzt gehen sie auf sich selber auf. Jetzt bekämpfen sie sich gegenseitig. Wir hätten gar nicht Staffette Ding einsetzen müssen. Wir hätten auch Aquaknarre einsetzen können. Egal, Sicherheit geht vor. Euren Unsicherheit bin ich vorgegangen. So, jetzt gehen sie entweder auf uns los. Und wenn wir nochmal einige einsetzen, machen wir keinen Gewinn daraus. Aquaknarre. Aquaknarre. Walmart, du fieser kleiner Penner. Man kann auch Gene mit Erholung kombinieren. Wird aber nicht so viel bringen. Das würde, der Gene verstreckt die anderen nur, die hinter einem ist. Und Erholung schützt einen nur. Und bloß Kombi-Punkte, also sind das sichere Kombi-Punkte, die man nicht mehr verlieren kann. Ja, jetzt geht auf uns los. Ich fick an deine Mutter, ich hab's so gefickt und daraus bist du entstanden, ne? Ja. Deswegen siehst du auch so hässlich aus, ne? Bedank dich bitte deiner Mutter, ne? Weh, Umbre sammelt jetzt die Punkte ab. Er macht's, okay? Scheiß mexikanischer Name. Sorry an alle, die Ombre heißen, aber... Wir haben verkackt, weil wir anfangs letzte waren. Ja, bla bla bla. Okay. Wie unfair, die haben eins mehr. Okay, wir haben verkackt. Bis zur nächsten Aufnahme. Und weiter geht's, zweiter Versuch, Hyperklasse. Wir werden das erstmal vorspulen, weil das ist eh scheißegal, was die da quatschen. Carpador, Golking und Walmer. Was, Carpador? Carpador? Habe ich da echt einen Carpador gesehen? Ist da echt ein Carpador? Tatsächlich, da ist ein Carpador. Also wenn das gewinnt, esse ich meinen eigenen... ja. Exkremente, ja. Dann ist die Exkremente, ja. Mach ich nicht wirklich, ne? Ist nur so gequatscht, ne? Also von daher. Yeah, wir haben eine Menge abgesahnt. Sorry, meine Stimme ist ein bisschen heiser. Ach Mensch. Ich mach mir Mühe und berechne das Ganze und er macht nur eine Attacke und kommt sofort nach vorne. Kingola. Ich hoffe, der setzt eine Nicht-Anmut-Attacke ein. Okay, die Stärke, glaube ich. Oder? Yeah, ich bin so cool. Deine Kohle bringt dir nichts im Anmut-Wettbewerb. Ach Mensch, nein. Das sahen Carpador die Dinger ab. Ach Mensch, nein. Wie Carpador setzt Tackle ein. Tackle. Setzt Carpador ein, weil dann... Okay, Dreschfliege ist eine stärkere Attacke, glaube ich. Ja. Gut. Ja, Fontaine. So ein Nachmacher, ne? Ach so, ne, ich dachte, das ist ja ein anderes Dings. Und ich glaub's nicht, Carpador ist vorne. Ja, der leckt mich doch am... Ja. Ich bin jetzt ein bisschen vulgärer, fällt euch bestimmt auf. Keine Ahnung, warum das jetzt so ist. Ich will einfach nur die Saphir fertig haben. Deswegen...
Uiu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 i
Nee, da ist kein Carpador. Nee, das war kein Carpador. Das heißt ja auch eine Carpador. Das heißt Cador. Cadorpra. Genau, also hat gar kein Carpador gewonnen. Also, ha! Genau, hehe. Jetzt habe ich mich herausgeschlichen. Bin ich lustig, ne? Ja. Und Mary ist auch lustig mit dem Einigler. Okay, erst sind wir. Alle haben 3 Punkte geholt. Jetzt ist es das Zufall. Hoffentlich sind wir erst, dann können wir die 5 abstauben. Okay, sind wir nicht, das war Pech. Walzer! Ich werde den Ninjas gesetzt, Sandwirbel ein. Okay, Weimar kann Fontänen, aber auch Platsche. Habt ihr das gemerkt? Ist mir gerade aufgefallen, weil vorhin hat's Fontänen eingesetzt und jetzt hat's gerade Platsche eingesetzt. Komische Attackenkombination, extra für den Wettbewerb ausgelegt, ja. Eieiei. Ich muss mein Headset richtig hin tun. So, jetzt. Ja, sag ja, Sandwirbel. Wer hätte damit gerechnet? Du scheiß Motte, du. Ich hasse Motten. Und wisst ihr, was ich noch mehr hasse, ist Motten? Mücken. Ja, weil die nerven mich immer in der Nacht. Ich will seelenruhig pennen. Plötzlich höre ich da einen Schwören, so. Wird immer lauter und so, gell? Kennen bestimmt einige von euch. Und dann versuche ich sie zu jagen, und ich höre das Geräusch immer noch so. Dann wird es immer lauter. Und dann. Boah. Und dann ist es auf meiner Haut und da muss ich immer so zucken, ey. Ist sowas hasse ich, wie die Pest. Da mache ich Motten noch mehr als Mücken. Ey, Quatsch, da mache ich Mot. Da mache ich. Ja, doch, stimmt. Da mache ich Motten noch mehr als Mücken, stimmt ja. Also gut, ich weiß gar nicht, was ich jetzt reden soll. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall will ich heute die Saphir durchmachen. Ja, ich habe noch einiges auf dem Zell stehen. Ich habe gerade mal die Hälfte fertig. Ja. Die anderen, die dauern aber zum Glück nicht so lange wie der Wettbewerb. Jetzt haben wir nur noch. Gratis Superbay, Trinzel der Tarnhill, Küstenhöhle, Floßbrunnen, Geheimbasis. Milose könnte lang dran, Latias auch. Regis brauchen auch eine Menge, auch eine Zeit. Und Rayquaza. Das dauert nicht so lange. Also von daher, ich schätze. Oh, es ist schon 19 Uhr, okay. Scheiße, wie schnell vergeht die Zeit, ey. Okay, dann sieht so aus, als würde ich es heute doch nicht fertig machen. Ich glaube, das schalte ich nur bis Floßbrunnen. Nee, Trendsetter gratis. Ich glaube, ich schaff's bis zum Milotic. Ich werde es versuchen, bis zum Milotic zu schaffen. Hochladen kann ich sie ja nicht alle am Stück, weil das ist einfach zu viel für mich. Ja. Die werde ich alle einzeln nach der Reihe hochladen. Wenn ich mal Lust habe auf 2 am Tag. Und wenn ich es fertig haben will, den Rest am Stück. Du verdammtes! Naja, Mücken sind schlimmer als Motten. Alter, jetzt ist mir auf einmal so kalt, weil ich vorhin meinen Pulli ausgezogen habe. Eieiei. Obwohl draußen die Sonne scheint. Komisch. Ah, das ist schon letzter Ausdruck. Okay, drückt Mary den Daumen, weil sonst wird es nichts mehr. Das ist der letzte Ausdruck, den wir noch verbleiben. Betet, dass es eine anmutige Vorstellung wegen dem Publikum gibt. Ansonsten haben wir verloren. Tja, und es ist entschieden. Wir haben schätzungsweise verkackt auf gut Deutsch. Den Netzer können wir sie nicht mehr einholen. Weil wir nur 3 Punkte in dieser Runde haben. Und die letzten zwei, die werden wahrscheinlich auch wieder vorscoren, also aufholen halt mit heftigen Attacken, bis auf dieses Weime hier, das nur Erholung einsetzt. Und das Incada setzt es wahrscheinlich Hyperstrahl ein und beendet das Ganze. Nee, das war nur Spaß, ich glaube nicht. Was, Staffette? Verstehe ich nicht. Wer soll hinter ihm sein?
Ach so, okay. Sag ich ja, er staubt ab. Er staubt ab jetzt. Ja, okay, das haben wir verkackt. Ich spule vor, damit euch das nicht nervt. Ja, wir wurden nur Dritter, das ist. Und Kabato wieder wird Erster. Ey, Quatsch, ich meine Kadorbra wurde wieder Erster. Nicht Kabato, sondern Kadorbra, genau. Ja. Okay, bis zum nächsten Part. Im nächsten Part machen wir. Moment. Die holen wir uns die gratis Superbeere, da muss ich jetzt was bei Spielertipps nachschauen, weil da gibt es bestimmte Sprüche und die fällen mir gerade nicht ein, also bis gleich, Servus.